Kanzler, wir haben soeben einen Bericht von Meister Kenobi erhalten. Er hat General Grievous angegriffen. Hoffen wir, dass Meister Kenobi dieser Herausforderung gewachsen ist. Ich sollte bei ihm sein. Es betrübt mich zutiefst, dass der Rat kein volles Vertrauen in deine Fähigkeiten hat. Fragst du dich nicht auch, warum sie dich nicht zum Jedi-Meister ernennen? Ich wünschte, ich wüsste es. Mehr und mehr habe ich das Gefühl, dass ich aus dem Rat ausgeschlossen werde. Ich weiß, es gibt Dinge im Zusammenhang mit der Macht, von denen sie mir nichts erzählen. Sie vertrauen dir nicht, Anakin. Sie sehen deine Zukunft und wissen, dass deine Macht zu groß sein wird, als dass sie kontrollieren können. Du musst den Nebel der Lügen, den die Jedi um dich herum ausgebreitet haben, durchbrechen. Lass mich dir helfen, die Feinheiten der Macht zu verstehen. Woher habt ihr das Wissen um die Macht? Mein Mentor lehrte mich alles über die Macht. Selbst über die verborgene Natur der dunklen Seite. Ihr kennt die dunkle Seite? Anakin, wenn sich jemand entschließt, das große Mysterium verstehen zu wollen, dann muss er all seine Aspekte studieren, nicht nur den dogmatischen Ansatz der Jedi. Wenn du ein vollkommener und weiser Anführer sein willst, musst du die Macht aus einem größeren Blickwinkel betrachten. Hüte dich vor den Jedi, Anakin. Nur durch mich kannst du jene Macht erlangen, die weit umfangreicher ist als die eines jeden Jedi. Lerne die dunkle Seite der Macht kennen und du wirst die Möglichkeit besitzen, deine Frau vor dem sicheren Tod zu bewahren. Was habt ihr da gesagt? Nutze mein Wissen, ich bitte dich. Ihr seid der Sith Lord! Ich weiß, was dir Sorgen bereitet. Hör mir zu. Hör auf, nur ein willenloser Befehlsempfänger des Rates der Jedi zu sein. Seitdem ich dich kenne, bist du auf der Suche nach einem Leben, das größer ist als das jedes anderen Jedi. Ein Leben von Bedeutung, von Gewissenhaftigkeit. Wirst du mich nun töten? Das würde ich nur zu gern. Ich weiß, dass du das willst. Ich fühle deinen Zorn. Er gibt dir Willenskraft. Er macht dich stärker. Ich werde euch unverzüglich dem Rat der Jedi übergeben. Gewiss, das solltest du. Aber über ihre Absichten bist du dir im Unklaren, nicht wahr? Die Wahrheit über all dieses werde ich schnell in Erfahrung bringen. Du verfügst über große Weisheit, Anakin. Lerne die Macht der dunklen Seite kennen. Die Macht, Padme vor dem Tod zu bewahren. Meister Windu, ich muss mit euch sprechen. Skywalker, wir haben die Nachricht erhalten, dass Obi-Wan General Grievous vernichtet hat. Wir wollen sicherstellen, dass der Kanzler seine Sondervollmachten an den Senat zurückgibt. Er wird seine Macht nicht wieder abgeben. Ich habe gerade etwas Furchtbares erfahren. Ich glaube, Kanzler Palpatine ist ein Sith Lord. Ein Sith Lord? Ja, der, nach dem wir gesucht haben. Woher weißt du das? Er kennt die Wege der Macht. Er hat gelernt, die dunkle Seite zu nutzen. Bist du dir sicher? Absolut sicher. Dann haben sich unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Wir müssen schnell handeln, wenn der Orden der Jedi überleben soll. Meister, der Kanzler ist außerordentlich mächtig. Ihr braucht meine Hilfe, wenn ihr ihn verhaften wollt. Du solltest dich lieber aus dieser Sache heraushalten. Ich spüre ein hohes Maß an Verwirrung in dir, junger Skywalker. Eine große Furcht, die dein Urteilsvermögen trübt. Ich muss mitkommen, Meister. Nein. Wenn das, was du mir gesagt hast, stimmt, dann hast du mein Vertrauen erworben. Doch für den Augenblick bleibe hier. Warte in den Gemächern des Rates, bis wir zurückkehren. Ja, Meister.
kann euch überall hinbringen. Meister Windu, dann gehe ich davon aus, dass General Grievous vernichtet wurde. Ich muss gestehen, so früh hätte ich euch nicht erwartet. Im Namen des Galaktischen Senats der Republik, ihr steht unter Arrest, Kanzler! Wollt ihr mir etwa drohen, Meister Jedi? Der Senat wird über euer Schicksal entscheiden. Ich bin der Senat. Noch nicht. Dann handelt es sich um Verrat. Ihr steht unter Arrest, mein Lord. Anakin, ich hatte dir ja gesagt, dass es dazu kommen würde. Ich hatte recht. Die Jedi übernehmen die Macht. Die Unterdrückung durch die Sith wird niemals wiederkehren. Ihr habt verloren, Kanzler. Nein. Nein. Ihr werdet sterben. Er ist ein Verräter. Er ist der Verräter. Ich verfüge über die Macht, die zu retten, die du liebst. Du musst dich entscheiden. Hör nicht auf ihn, Anakin. Lass nicht zu, dass er mich tötet. Meine Kräfte schwinden. Ich kann nicht. Ich bin schwach. Du schwach. Anakin, hilf mir. Hilf mir. Ich kann nicht länger. Ich werde dem ein Ende setzen. Und zwar ein für alle Mal. Das dürft ihr nicht. Er muss vor Gericht. Er kontrolliert den Senat und die Gerichte. Er ist zu gefährlich, um am Leben gelassen zu werden. Ich bin zu schwach. Oh, tötet mich nicht. Bitte. Das widerspricht dem Kodex der Jedi. Er muss leben. Bitte nicht. Ich brauche ihn. Oh, bitte nicht. Nein! Ah! Unbegrenzte Macht. Was habe ich getan? Du erfüllst dein Schicksal, Anakin. Werde mein neuer Schüler. Lerne die dunkle Seite der Macht zu nutzen und für dich einzusetzen. Ich werde tun, was immer ihr verlangt. Gut. Helf mir nur, Padme vor dem Tod zu bewahren. Ich kann ohne sie nicht leben. Den Tod zu hintergehen ist eine Macht, die nur einer erlangt hat. Aber wenn wir zusammenarbeiten, dann können wir das Geheimnis lüften. Ich werde mich euch unterwerfen und eurer Lehre. Gut. Gut. Die Macht ist stark in dir. Ein mächtiger Sith wird aus dir werden.
Von nun an wirst du einen neuen Namen tragen. Darth Vader. Ich danke euch, mein Meister. Erhebe dich. Weil der Rat dir nicht vertraut hat, mein junger Schüler, glaube ich, dass du der einzige Jedi bist, der sich in Unkenntnis dieser Verschwörung befindet. Wenn die Jedi erfahren, was hier vorgefallen ist, wer werden sie uns töten? Zusammen mit allen Senatoren. Das ist wahr. Als nächstes will sich der Rat der Jedi gegen den Senat wenden. Jeder einzelne Jedi, einschließlich deines Freundes Obi-Wan Kenobi, ist von nun an ein Feind der Republik. Ich verstehe, Meister. Wir müssen umgehend handeln. Jedi kennen keine Gnade. Wenn sie nicht alle vernichtet werden, führt dies zu einem endlosen Bürgerkrieg. Als erstes möchte ich, dass du dich zum Tempel der Jedi begibst. Wir werden sie überraschen. Tu, was getan werden muss, Lord Vader. Zögere nicht. Zeige kein Mitgefühl. Erst dann wird die dunkle Seite in dir stark genug sein, damit du Padme retten kannst. Was ist mit den anderen Jedi, die überall in der Galaxis verstreut sind? Sie werden für ihren Verrat büßen. Nachdem du alle Jedi im Tempel getötet hast, begibst du dich umgehend ins Mustafar-System. Dort vernichtest du Vizekönig Gunray und die übrigen Anführer der Separatisten. Wieder einmal werden die Sith die Herrscher über die Galaxis sein. Und dann werden wir ihn haben, den Frieden. Sogar schon zu. Ne, er ist runtergefallen. Er ist einfach runtergefallen. Ah, hier ist er. So, Leute, hallo. So als kleiner Nachtrag, damit hier auch mal Progress ist. Ah, du hast mich gefunden, wandert der Wookie von Coruscant, was wir eigentlich schon durch haben. Coruscant besteht aus vielen, vielen verschiedenen Schichten, die alle übereinander gebaut sind, die jeweils um eine von Bezirken umfasst. Wie eine große Städtezwiebel? Alles klar. Egal, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Wandelbook mehr. Genau, das war's eigentlich schon. Du hast nicht mit ihm fertig geredet, oder? Doch, oder? Oder? Hab ich. Hast du? Ja, okay. Dann weiß ich gar nicht, was ich wurde. Egal. Ja, wir hoffen, euch hat der Part gefallen. Also, wenn es wahrscheinlich also ein bisschen, ja, weird vielleicht, ein bisschen, mal ein bisschen komisch war, weil es halt, es geht halt einfach nicht gescheit. Es ist ein Lego-Game, Leute. Komm. Trotzdem hoffen wir halt, dass es euch gefallen hat. Nächsten Part. Wer versucht es so episch wie Menschen möglich zu machen. Genau. Bisschen mit Musik und sowas hinterlegt, was ich jetzt alles gleich noch im Editing machen werde, was ihr hoffentlich dann gehört haben werdet. Wenn das Video 10 Likes kriegt, gibt es noch ein Outtakes-Video. Hier wird es sich echt mal lohnen. Ja, können wir machen. Genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Den Planeten werde ich jetzt gar nicht aussprechen, weil dieser Part nicht ruiniert werden soll. Genau. Bleibt nur noch eins zu sagen. Möge die Macht mit euch sein. Servus. Ciao.